Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yammer IT Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist David Tomasewitsch, Produktmanager bei Yammer IT Electronics. Hallo Alex, schön heute hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und du bist auch zum ersten Mal bei uns hier im Studio. Genau. Was sind denn eigentlich so deine Aufgabenbereiche? Ich betreue im Wesentlichen drei Produktbereiche bei uns bei Yammer IT. Zum einen unseren M12 Rundsteckverbinderbereich, zum anderen unseren Rohkabelbereich und natürlich noch unseren Produktkonfigurator. Und über genau den Produktkonfigurator wollen wir heute noch mal ein bisschen näher sprechen. Im Endeffekt, als Interessent bin ich dort also in der Lage, mir aus unserem Rundsteckverbinderportfolio passende Lösung rauszukonfigurieren, oder? Ja, genau, richtig. Also der Konfigurator ist jetzt bei uns seit ungefähr mehr als 5 Jahren schon sehr erfolgreich im Einsatz. Und unsere Kunden haben eben die Möglichkeit, über den Konfigurator unsere WiSeq-P Push-Pull-Steckverbinder zu konfigurieren, also das gesamte Portfolio und darüber hinaus auch noch unsere M12-Steckverbinder. Okay, das klingt erstmal gut. Das heißt also, als Interessent brauche ich nur einen Internetzugang und einen Browser und kann loslegen. Genau, den Konfigurator, den bieten wir natürlich online an. Das ist ein Online-Konfigurator, den wir in 2 Sprachen anbieten, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und der Kunde hat eben die Möglichkeit, sich als Gast einen Zugang zu verschaffen und einmal als User sich ganz normal zu registrieren. Und natürlich hat man als registrierter Nutzer wesentliche Vorteile, die ich im Nachgang, also später im Video dann nochmal erklären. Okay. Ja, dann lass uns doch einfach mal gemeinsam so eine Konfiguration durchführen, oder? Ja, klar, gerne. Das heißt, man hat jetzt hier, wenn man in die Konfiguration geht, die Möglichkeit, WiSeq-P oder WiSeq-M Stecker zu konfigurieren. Für dieses Beispiel mache ich das jetzt an unserem WiSeq-P Stecker. Das heißt, der Kunde braucht jetzt hier quasi einfach anhand seiner Anforderungen, seiner Spezifikationen, den Stecker zu konfigurieren. Das heißt, zuerst die Steckverbindeserie, dann den Steckverbindertyp, den der Kunde braucht. Und das ist jetzt auch ein intelligentes System, oder? Also es wird runtergebrochen auf das, was überhaupt sinnvoll ist. Genau, also es wird immer nur das angezeigt, was auch technisch wirklich realisierbar ist und was wirklich auch zum Stecker passt, den man konfiguriert. Okay, ja. Genau. Dann braucht man natürlich die Steckverbindergröße auszuwählen, die Gehäusevariante. Und ich sehe es jetzt ja auch gerade bei den Kodierungen. Dort sind jetzt bestimmte Kodierungen grün hinterlegt und andere orange. Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Genau, die Beschreibung ist immer am Ende der Konfiguration aufgelistet. Grün bedeutet, das sind Vorzugstypen, das heißt, die sind relativ schnell verfügbar. Und orange sind Alternativtypen, die mit etwas längeren Lieferzeiten verbunden sind. Genau, dann braucht man noch den Kabeldurchmesser auszuwählen. Natürlich ganz wichtig, den Kontakttyp, den Kontaktdurchmesser und auf Grundlage des Kontaktdurchmessers auch den Litzenquerschnitt. Ja, und jetzt sehe ich auch gerade, jetzt ist oben am Konfigurator dieses Ampelsystem von orange auf grün gewechselt. Ich habe eine vollständige Typennummer. Gehe ich ja davon aus, der Stecker ist erstmal fertig konfiguriert. Genau. Und ich sehe jetzt auch gerade noch die Option Zubehör. Genau. Was versteckt sich denn da dahinter? Genau, man hat jetzt hier die Möglichkeit, speziell für einen WiSeq-P-Stecker ein Zubehörteil hinzuzukonfigurieren. Das heißt, wie man jetzt hier sehen kann, habe ich verschiedene Möglichkeiten. In meinem Fall möchte ich jetzt eine Entriegelungshilfe zu meinem WiSeq-P-Stecker hinzugefügt bekommen. Das heißt, ich brauche jetzt hier quasi einfach nur die Entriegelungshilfe auszuwählen und schon wird alles automatisch auf Grundlage meines konfigurierten Steckers ausgewählt und wenn ich auf OK klicke, ist die Konfiguration schon abgeschlossen. Okay. Und ja, zu jedem Stecker gehört ja irgendwie auch ein Gegenstecker. Genau. Gibt es dort einen einfachen Weg, an den Gegenstecker anzukommen im Konfigurator? Genau, das ist ein sehr großer Vorteil bei unserem Konfigurator. Das geht sehr schnell. Man setzt jetzt die vorhandene Konfiguration auf die Merkliste. Im Prinzip ist es ein Warenkorb. Man klickt jetzt auf die bestehende Konfiguration, kopiert diese, klickt dann auf die kopierte Konfiguration und ändert die. Und dann springt der Konfigurator automatisch in die Ausgangskonfiguration. Und das Einzige, was der Kunde jetzt noch machen muss, ist, dass er auf die Steckerbauform und das Gehäuse klickt. Und jetzt wird ihm hier schon der Gegenstecker angezeigt, also der kabelseitige Sockel in dem Fall. Wenn er jetzt auf den kabelseitigen Sockel klickt, wird die Typnummer schon fertig zusammengestellt. Die Ampel ist auf grün und die Konfiguration ist abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt ja also sozusagen unseren Stecker, Gegenstecker, das nötige Zubehör, alles beisammen im Konfigurator. Ja, welche weiteren Möglichkeiten habe ich denn jetzt hier? Genau, der Kunde hat einmal die Möglichkeit, dass er seine Konfiguration, die er jetzt fertiggestellt hat, abspeichern kann. Das heißt, er klickt quasi einfach auf diesen Speichern-Button.
kann jetzt hier dieser Konfiguration einen bestimmten Namen geben und kann sie dann eben abspeichern. Vor allem ist es eben wichtig für spätere Zwecke, wenn der Kunde nach einer gewissen Zeit wieder auf die Produkte zugreifen möchte, dann hat er eben auf seinem User schon eine gespeicherte Konfiguration und kann die direkt wieder abrufen. Darüber hinaus hat der Kunde auch noch die Möglichkeit, Dokumente zu downloaden. In dem Fall kann er für den gesamten Warenkorb, also für die gesamte Merkliste, kann er alle Dokumente auf einen Schlag quasi downloaden. Er drückt hier einfach auf die Dokumenten-Download-Schaltfläche und kann jetzt hier quasi für alle einzelnen Konfigurationen dementsprechend, was er haben möchte, ein CAD-Modell oder eine PDF-Datei für das Datenblatt downloaden und dann wird automatisch eine ZIP-Datei generiert und der Kunde hat sämtliche Unterlagen und Dokumente an einem Ort. Genau. Okay, na, ich habe jetzt auch gerade da schon gesehen bei der Auswahl Datenblatt und dann gab es eben auch das Step-File. Mhm. Sind die Daten jetzt für jeden Benutzer verfügbar? Nein, also die Step-Files sind nur für registrierte Nutzer verfügbar. Das heißt, wenn man sich als Gast einloggt im Konfigurator, hat man auf die Step-Files keinen Zugriff. Genau. Okay. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel anhand dieser Step-Files den WISOC-P jetzt reingesignt habe in mein System und bin eigentlich soweit als Anwender zufrieden und möchte das Produkt gerne beziehen, was muss ich tun? Das geht sehr schnell. Man muss hier einfach auf die Anfrage-Schaltfläche klicken, hier seine persönlichen Daten hinterlegen und dann einfach die Anfrage absenden. Und das wird dann intern von uns bearbeitet und dann dementsprechend auch zeitnah ein Angebot erstellt. Das klingt doch sehr gut. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Vorstellung des Produktkonfigurators. Danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.